Hallo und servus mal wieder zum Review vom Turbo. Heute ein ominöser, schwarzer, schlichter Pappkarton. Nee. Meine erste Lonex. Und zwar eine sogenannte L4 PC in der CQB-Version. Ich hatte noch nie Lonex-Waffen. Ich habe zwar schon diverse Lonex-Tuning-Läufe ausprobiert und war immer sehr zufrieden damit. Heute dachte ich mir mal, krallse dir eine Lonex M4 und guckst dir mal das gute Stück an. So sieht es innen drin aus. Transparentes Kunststoffinlay. Wir verfügen über ein Messprotokoll der Firma Begadi. Die Waffe chromt bis zu 1,7 Joule, damit ist sie ziemlich kräftig. Die zweitbeste Broschüre, die ich jemals hatte, und zwar hier schön bedruckt im A4-Format. Wirklich alles sauber erklärt, viel Fließtext dabei. Also, wie gesagt, die zweitbeste Broschüre, die beste hatte ich bei der Real Sword. Okay, und die ist ungleich teurer als das Ding hier. Natürlich mit dabei ein Pitstock sowie ein Highcap Mag und die Knifte selbst. Und genau das gucken wir uns jetzt doch mal an. Tada! Hier ist dieser schöne kleine Karabiner. Ich bin ein großer Fan davon, muss ich echt dazu sagen. Da ich nicht der größte Fan von M4s bin, muss mir eine M4 richtig gut gefallen und das hier ist eine davon. Gleich mal vorneweg. Mein RDAP Red Dot ist nicht im Lieferumfang enthalten. Ich habe es aber drauf gebaut, erstens, weil es halt zur Waffe von der Farbgebung super passt und zweitens, weil es insgesamt ein ziemlich cooles Package abgibt. Also mir gefällt es so richtig geil und genauso würde ich sie spielen. Technische Daten der Waffe. Es ist eine SAEG, also eine elektrische, schießt natürlich nur Semi, kein Vollauto. Wir verfügen über ein einstellbares Dial-Type-Hop-Up, auch AR-15 typisch unter dem Dustcover. Das Material der Waffe besteht zu Großteil aus Kunststoff und ein paar Metallteilen. Zum Thema Kunststoff, da gehe ich noch darauf ein, weil dafür steht Lonex. Wir haben ein Highcap Mag mit ca. 350-360 Schuss Kapazität und einer Energie von angegeben ca. 1,6 Joule. Wir sehen ja, Chrome tut sie mit 1,7 ungefähr. Bei mir haben sie zwischen 1,6 und 1,7 geschossen, also für die Länge eigentlich ziemlich performant, also wirklich nicht schlecht. Wir haben eine Gesamtlänge der Waffe von ca. 67 bis 76 cm, also natürlich im ein- bzw. ausgezogenen Zustand. Und ein Gewicht der Waffe wird angegeben von 2,5 Kilo. Ich habe sie mit 2,8 Kilo gemessen, ohne das Red Dot und ohne Akku. Die Gearbox ist eine V2, und zwar eine verstärkte V2 mit 8 mm Stahlbuchsen. Wir haben sehr feste Stahlgears, wir haben auch einen ventilierten Pistonhead und einen sogenannten Lonex A5 Motor. Der Lonex A5 ist auch bekannt aus dem Zubehörbereich als wirklich langlebiger und stabiler Motor, sehr drehmomentstark, ist auch eine feine Sache. Wir haben in der Waffe auch eine Lauflänge von knapp 27 cm und zwar ist es nicht irgendein Lauf, sondern es ist auch ein 603er Tuninglauf von Lonex. Sehr, sehr cool. Kommen wir mal ein bisschen auf die Highlights der Knifte. Wie gesagt, Upper und Lower Receiver bestehen genauso wie der Handguard, der Griff und der Schaft aus diesem hochfesten Nylon-Fiber Kunststoff. Sehr strapazierfähig. Dazu sage ich auch gleich mal, Lonex ist seit über 30 Jahren auf dem Markt unterwegs und hat auch, wie gesagt, verschiedenste Branchen mit Kunststoffteilen beliefert und baut auch tolle Komponenten und das merkt man den Leuten an, denn die wissen, was sie machen. Und dieser Kunststoff, dieser Body hier, das ist einfach massiv. Das klingt auch nicht nach Plastik, sondern es klingt einfach nach einem dicken Panzer. Also das ist, muss ich sagen, was Kunststoffbodies angeht, auch für mich mit der beste, den ich bisher gesehen habe. Also das ist wirklich nicht nur irgendwie so ein Werbeslogan, sondern ja, die wissen, was sie machen. Da kann man sagen, was man will. Die ganze Qualität ist wirklich durch die Bank sehr, sehr gut. Wir haben dieses adaptive Wrist-System, ebenfalls aus Kunststoff, genauso wie diese Rails hier. Wir haben eine sehr lange durchgehende hier oben, Picatinny, genauso wie hier unten. Und zwei flexibel montierbare, die könnt ihr hier über diese Imbusschrauben rausbopseln und halt hier auf die jeweiligen Nuten anpassen. Das heißt, ihr könnt die Waffe, wenn ihr wollt, auch sehr, sehr schlank halten, was ich ziemlich cool finde. Wir haben eine von außen sichtbare, nachgeahmte Gas-Tube. Allerdings finde ich das sehr, sehr lumpig gemacht, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob man sie erkennen kann. Ja, wenn man wieder guckt, hier drinnen könnt ihr diesen Draht laufen sehen. Also wenn so eine Gas-Tube in echt aussehen würde, dann glaube ich, würde das nicht so ganz funktionieren. Aber okay.
Sie stabilisiert jedenfalls den Lauf auch noch ein bisschen und das ist ja auch nicht schlecht. Wir haben eben dieses lustige High-Cap-Mag und zwar ist es aus recht grobschlächtigem Kunststoff gemacht mit groben Gussnähten. Also das ist jetzt nicht unbedingt schön, aber mein Gott, das ist ein High-Cap-Mag. Dafür hat es aber eine coole Eigenart, nämlich ist es mein erstes High-Cap-Mag ohne Spannrad. Ihr zieht diesen Schacht hier auf die Seite und zum Vorschein kommt ein Drahtseil, mit welchem ihr, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen kann, da hängt hier dieser kleine Boppel dran. Ihr könnt es mit diesem Drahtseil aufspannen. Es ist zwar sehr, sehr laut, aber auch sehr, sehr effektiv. Mit einmal aufspannen kriege ich bis zu 60 Mumpeln raus und das ist deutlich mehr als mit normalen Aufspannen. Also finde ich echt ganz cool. Die Magazine rasten auch sauber und darüber hinaus sage ich auch gleich, es ist TM-kompatibel. Das heißt, ihr könnt die Waffe auch mit normalen, herkömmlichen M4-Magazinen spielen. Was ich ziemlich cool finde. Entschuldigung. So. Auch, wie gesagt, ist das Magazin auch relativ ergonomisch, das heißt, mit diesen Griffmulden könnt ihr es auch relativ schnell ziehen, aber okay, wie gesagt, wer spielt denn hier mit High Caps? Die Waffe hat einen funktionierenden Bolt Catch auf der linken Seite, mit welchem sich natürlich der Fake Bolt wieder nach vorne befördern lässt, hat nur den einen Sinn, oder beziehungsweise einen wirklichen Sinn, und der andere ist so ein bisschen schwachsinnig. Es ist ein bisschen Milsim-Show-Off, aber an und für sich ist es von Vorteil, wenn ihr das Hop-Up einstellen wollt und nicht den Spannhebel die ganze Zeit zurückdrücken müsst. Genau. Wir haben einen ambidexen und sehr coolen ergonomischen Pistol Grip. Normalerweise bin ich es ja gewohnt, wenn diese Dinger ergonomisch gemacht sind, dann sind sie nur entweder für den Links- oder für den Rechtshänder sauber zu gebrauchen. Weil er hier eine richtig schöne Daumenballenauflage hat. Ja. Nichtsdestotrotz ist diese Waffe wirklich sauber für Links- sowie für Rechtshänder zu gebrauchen, da sich auch auf dieser Seite hier diese Mulde befindet und die lustigerweise nicht mal stört. Da ich hier gegenüberliegend einfach meinen Daumen drauf ablegen kann und sich das sehr angenehm greift. Also da bin ich echt begeistert, muss ich echt dazu sagen. Das ist einer der schönsten Pistol Grips, die ich bisher in der Hand hatte. Also nicht nur vom Aussehen, sondern auch wirklich vom Anpacken. Und es fühlt sich sehr massiv und sehr wertig an. Also starke Sache. Der Crane Stock ist natürlich in einigen Positionen hier durch Drücken längenverstellbar, rastet dann auch sauber wieder ein. Wir haben hier vorne ein natürlich ganz standardmäßiges 14mm Negativgewinde auf einem ziemlich standard aussehenden M4-Lauf. Könnt ihr natürlich runterbauen, Silencer draufbauen, längere Läufe, wie auch immer. Ist aber allerdings meiner Meinung nach nicht nötig, da der Lauf von Werk sehr gut ist. Und ich persönlich den Flash-Hider auch ganz schön finde, muss ich dazu sagen. Aber das ist alles Geschmackssache. Des Weiteren haben wir auf der Waffe coole Iron Flip-Sights, also Flip-Up-Sights. Das Korn ist einfach durch Aufklappen zu aufstellen. Das Korn ist außerdem hier oben in der vertikalen einstellbar mit einem Tool. Und das hintere Flip-Up-Side macht seinem Namen alle Ehre. Das springt, wie ihr sehen könnt, hier richtig schön auf. Hat auch eine Einstellmöglichkeit in der horizontalen. Ich zeige euch mal kurz so ein bisschen die Visierlinie. Also ist an und für sich für ein Sturmgewehr relativ okay, also mir gefällt es, ist intuitiv bedienbar und außerdem habt ihr noch zwei verschiedene Lochkreisdurchmesser. Könnt ihr hier sehen, im Moment habt ihr einen recht großen und dann lässt sich hier noch eine Maske hochklappen, damit wird er dann kleiner. Also ich persönlich würde es zwar immer mit dem großen spielen, aber ihr habt eben diese Möglichkeit. Finde ich sehr, sehr cool. Gibt der Waffe auch ein schlankes Erscheinungsbild und wenn ihr sie nicht mehr braucht, dann klappt er sie einfach ein, damit ihr halt mit der Optik spielen könnt. Aber ihr habt eure Backup-Sights halt immer am Start. Und sie versauen euch auch nicht die Visierlinie, wenn ihr mit Optik spielt. Echt nicht schlecht. Damit sind wir auch gleich bei der Bedienung der Knifte, was ich echt nicht schlecht finde. Es ist halt eine AR-15 und stellt niemanden vor große Herausforderungen. Die Flip-Up-Sights, wie gesagt, durch Aufstellen aufzustellen. Rechte Seite der Waffe, der Magazinauslöseknopf, M4 typisch, drücken, ziehen, raus. Wir haben einen Dustcover aus schönen Metallen und zwar sandgestrahlt, hat eine recht raue Textur, aber passt, finde ich, gut zum Erscheinungsbild der Waffe. Einen Forward-Assist ohne Funktion. Der AR-15 typische Spannhebel mit Sperrklinke auf der linken Seite, ziehen. Dustcover öffnet sich, der Spannhebel schnallt wieder zurück, Fake Bolt bleibt trotzdem hinten, was ich sehr cool finde. Dial Type kann schön eingestellt werden, also das Hop-Up ist wirklich fein und verfügt über eine angenehme Strenge. Also es läuft sehr geschmeidig,
und wird auch nicht schnell locker. Ich sage auch gleich dazu, Lonex behauptet, dieses Hop-Up besteht ebenfalls aus einem Art faserverstärkten Kunststoff und soll dadurch strapazierfähiger sein als herkömmliche Kunststoff-Hop-Up-Units. Muss man sehen. Das behaupten sie halt einfach mal. Aber ich muss dazu sagen, es lässt sich schön praktikabel einstellen und es funktioniert gut. Und ich meine, mehr kann ich von einer Hop-Up-Unit ja eh nicht erwarten. Ob sie langlebig ist, das muss man sehen. Ja. Bolt Catch, linke Seite der Waffe, drücken, Fake Bolt, schließt sich. Alles ein bisschen Show-off, sieht doch ganz gut aus. So, dann linke Seite der Waffe, leider nur links angebracht, nicht ambidex, wie es zum Beispiel bei der 416 oder bei der 417 der Fall ist. Fire Selector Switch, in dieser Position auf Safe, Abzug ist gesperrt, mittlere Position Semi-Auto, hinterste Position vollautomatisch. Ziemlich coole Sache. Funktioniert auch gut, lässt sich schön einstellen. Wir haben hier hinten an der Stocktube eine sehr, sehr massive, sehr, sehr dicke, also ich würde es mal schätzen, eine Breite von 3 mm Minimum bestehende QD-Sling-Plate für One-Point-Slings. Darüber hinaus haben wir dann leider eigentlich keine Möglichkeit mehr. Vielleicht hier hinten können noch was durchpupseln, aber eigentlich ist es eine Waffe für den One-Point-Sling. Aber sehr, sehr stark, sehr, sehr massiv und natürlich auch beidseitig. Sehr, sehr cool, gefällt mir richtig gut. Der Crane-Stock, wie gesagt, einfach so zu verstellen. Der Abzug hat eigentlich ja, eine schöne, simple, flache Textur und liegt auch gut am Zeigefinger. Kann man eigentlich nichts sagen. Die Waffe ist sehr simpel zu bedienen, wie halt eine M4 so zu bedienen ist, wenn man es denn gewohnt ist. Ja, jetzt machen hier die Nachbarn wieder Lärm, aber ist mir jetzt auch egal. Davon sollen wir uns nicht stören lassen. Genau, wie gesagt, die Knifte ist ja auch TM-Magazin kompatibel. Das zeige ich euch jetzt mal. Das hier raus. Und ich habe jetzt hier wieder ein handelsübliches Zymermag, ein Low Cap rein und das schnackelt gut. Sieht man, steht hier etwas kürzer aus der Waffe raus, da das Magwell relativ massiv ist, aber sieht doch gut aus, oder? Also, und es feedet vor allen Dingen toll. Also, da bin ich sowieso immer ein Fan davon. Das ist halt einer der großen Vorteile der M4, weil du kannst einen Kumpel zuschreien: hey, 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 Mag, out of ammo. Und dann schmeißen sie dir einfach ein Magazin rüber und du kannst es halt verwenden. Das ist das Schöne an der M4, weil einfach jeder eine M4 hat. Das ist so Fluch und Segen zugleich. Ne? Das macht es zwar irgendwie fad, aber nichtsdestotrotz hat halt auch seine Vorteile. Genau. Und das ist im Endeffekt schon die ganze Bedienung der Waffe. So, zeige ich euch mal das Akku-Compartment. Das ist hier hinten im Crane-Stock. Und zwar müssen ihr erstmal die Rubberplate hinten rausbauen. Und zwar habt ihr hier wieder diese zwei lustigen Nasen, die ihr fest drücken müsst. Und zwar richtig fest. Hau mir ab. Ich muss mal kurz gucken, ob ich es jetzt hier rauskriege. Kurz einen Moment. Weil das ist echt eine ziemlich fiese Sache. Gleich habe ich es. Oh, hau mir ab. Genau. Die zwei Näschen hier sind echt brutal. Der Gummi ist schön dick. Und auch sehr rutschfest, also der hängt auch hier am Holz, da könnt ihr sehen, der rutscht keinen Millimeter. Na gut, okay, das ist jetzt übertrieben, aber er ist auf jeden Fall sehr weich und liegt gut an der Schulter. So, dann nehmt ihr hier hinten noch das kleine Deckelchen raus, schiebt den Stock ein bisschen zurück und zum Vorschein kommt hier schon der Connector. Schwarz-rote Kabel, ein schwarzer Tamiya Klein, was man halt so gewohnt ist, ne? Hier hinten könnt ihr sehen, wir haben hier zwei zylindrische Öffnungen. Ich sage jetzt einfach mal prädestiniert für Double- bzw. Triple-Sticks. Lipo-Blöcke, alles mit einer Breite, sage ich jetzt mal, höher als 20, 25 mm wird hier schwierig reinzubekommen. Also das ist eine Waffe, würde ich jetzt behaupten, primär Double-Sticks, Nims oder halt einfach flache Lipos, ne? So Doppel-Stick-Lipos mit einer flachen Textur. Das funktioniert dann ganz gut. So, Zusammenbau auch wieder denkbar einfach. Hier hinten wieder dieses Deckelchen drauf. Und dann die Rubberplate wieder drauf. Zack, bumm. Und das Teil ist wieder wunderbar ready for action. Also eigentlich wirklich eine sehr, sehr simple Sache. Coolerweise, wenn wir jetzt gleich von der Haptik sprechen,
viel Kunststoff, aber sehr, sehr angenehm. Und ich muss dazu sagen, ich persönlich spiele ja gern eigentlich auch mit so Kunststoff-Bodies, wenn er denn hochwertig ist, wobei ich eigentlich schon eher der Real-Steel-Fan bin. Also das heißt Real-Steel, aber die Waffe soll halt einfach einen sauberen Eindruck machen, was die Haptik, was das Gewicht angeht, was die Balance angeht. Auch die Balance hier bei dieser ist wirklich ein Sahnestück. Also da haben sie sich auch mit dem Kunststoff wirklich Mühe gegeben, weil du denkst eigentlich, wenn hier gewisse Teile sehr leicht, ja, gehalten werden, dass sich das Gewicht, dass sich der Schwerpunkt einfach verschiebt, hier durch die Mechanik, durch die Gearbox, durch das Magazin, durch den Akku hinten, dass es einfach hecklastig wird oder wie auch immer. Die Balance bei der ist wirklich absolut gewahrt, weil die Materialien dick genug sind, massiv genug gebaut sind und das Gewicht ist wirklich sauber verteilt. Also da kann man absolut nichts sagen. Lonex gibt auf diesem Body eine lebenslange Garantie. Das klingt doch auch mal geil, oder? Also wie gesagt, auch meine Erfahrung mit zum Beispiel meiner ehemaligen ICS G33 und Co. Hochwertiger, dicker, strapazierfähiger Kunststoff ist manchmal besser als einfach nicht allzu tolles Metall. Weil unsere Receiver sind meistens, wenn sie aus Metall sind, aus irgendeinem Druckguss gemacht, wenn es blöd läuft, sogar bloß Zink, nicht mal Alu. Und die, wenn einen starken Stoß abkriegen, die brechen. Und das Zeug hier, das bricht halt nicht, ne? Oder beziehungsweise nicht so schnell. Sondern da können richtige Kerben reinknallen. Und ich meine, ich bin einfach, sage ich jetzt mal, auch in der Branche, was jetzt Materialverarbeitung angeht, unterwegs. Und wenn ihr wirklich einen hochwertigen Kunststoff habt, dann. Also, das ist schon eine wirklich langlebige Geschichte. Und Lonex hat den Ruf, genau das zu erfüllen: Langlebigkeit. Bin gespannt, aber ich muss dazu sagen, wenn Bodies an meinen Waffen so eine Qualität und so eine Wertigkeit hätten oder immer hätten, also ich persönlich würde solche Waffen auch immer jederzeit spielen wollen. Also damit habe ich überhaupt kein Problem. Richtig, richtig cool. So, kommen wir zum Schussverhalten, Leute. Das hier ist wie gesagt der Lonex A5. Dieser verfügt über ein normales Pinning Gear mit geraden Zahnflanken. Die Waffe ist erstaunlicherweise trotzdem sehr, sehr leise und läuft sehr, sehr sauber. Gears machen guten Eindruck, die Gearbox läuft gut, die Waffe zieht sauber durch, auch mit etwas schwächeren Akkus, wie jetzt zum Beispiel einen 7,4er Nippo oder halt eben einen ganz normalen 9,6er NIM. Das heißt schwächer, aber das sind also Standard-Akkus, sage ich jetzt mal, mit, von der Spannung her. Ne? Läuft wirklich sauber. Diese Waffe verfügt über natürlich kein BAW-System, davon gibt es andere Lonex-Waffen. Die dürft ihr natürlich bei mir dann auch noch demnächst bewundern. Das hier ist jetzt einfach eine ganz normale SAG ohne irgendwelche speziellen, ja, Allüren, sage ich jetzt einfach mal. Es ist wirklich eine ganz stabile, schlichte und super funktionierende SAG-Karabinergeschichte. Wirklich, wirklich fein. Und durch den relativ, sage ich jetzt mal, langen Lauf für so eine kurze Knarre und mit dem guten Durchmesser von 6,03 mm kriegt er wirklich echt saubere Ergebnisse hin auf 40 Meter. Die Hop-Up-Unit greift toll, ist auch leicht gängig einzustellen und ist auch vom Verstellbereich her sehr angenehm, sage ich jetzt mal. Für mich echt durch die Bank, für die Kohle, also wenn ihr bedenkt, was ihr hier bei Bigatti für das gute Stück zahlen müsst, sind jetzt, glaube ich, also weit unter 300 €, ne? So 250, 260, glaube ich. Ich habe jetzt den genauen Preis nicht im Kopf, aber Fakt ist, für das, was er bekommt und wie sie funktioniert, muss ich dazu sagen, ich würde die jetzt gerade für das Geld sogar eine ICS vorziehen. So wie sie bei mir funktioniert, mit den Komponenten, ist es für mich gleichwertig, weil ich kaufe ICS aus dem Grund, dass günstig, also was heißt günstig, aber fürs Gebotene wirklich sehr, sehr günstig ist. Und da ist jetzt das für mich hier gerade so auch eine totale Empfehlung, weil für das, was ihr bekommt, die Kohle ein Witz ist. Da einfach schon Tuning-Komponenten drin sind, bewährte langlebige Komponenten, wie jetzt zum Beispiel der A5. Und auch wenn der Body aus Kunststoff ist, ganz ehrlich, lasst euch nicht davon abschrecken. Ich habe einen recht hohen Anspruch an die haptische Qualität eines Bodies und auch von der ganzen Waffe. Und wenn ich das scheiße finde, dann sage ich das auch. Da braucht ihr euch bei mir nie Gedanken machen. Und das Ding ist wirklich fein. Natürlich ist es nicht perfekt. Ihr könnt jetzt hier keine Systeme erwarten, das ist klar. Aber Fakt ist, der Body ist fein gemacht. Es sieht toll aus. Wir haben einige wenige scharfkantige Stellen, aber das könnte man auch selbst noch ändern. Die insgesamt die Qualität der Waffe ist absolut fürs Geld top. Also
ich muss echt sagen, selten eine so schnucklige M4 gehabt, die mich von Anhieb, auch von der Funktion und vom Aussehen her so begeistert hat, wie die Lonex L4 PC. Ganz ehrlich. In diesem Sinne, hoffe, mein Review hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Zusehen meiner anderen Videos. Bis die Tage. Ciao, ciao.